Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode. Ihr habt euch entschieden. Wir suchen nach Grün und entscheiden uns für Axel. Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine, but I'm only doing this for Petra. I'll take it. Ich hoffe mal, dass das die richtige Entscheidung war. Guys? Oh shit. Please hurry. Nächstes Mal bei Minecraft Story Mode. Jesse and Axel return to the Nether, intent on finding Magnus, the rogue, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Hast du Room weggeschickt oder da behalten? Bei dir und 52%. Ah, oh, das war viel zu schnell. Haben Lukas vor dem Eisengolem gerettet. Was? So wenige? Das geht viel zu schnell. Oh Gott, Hilfe, hoffentlich kann man das doch gleich nochmal richtig sehen. Okay, Lukas überzeugt zu bleiben. Hast du dich entschieden, zuerst Elegard und Magnus zu suchen? Oh, nur für 38% der Fehler. Oh, oh Gott sei Dank, Alter, das ging mir gerade viel zu schnell. Also, bei dir und 52% der Spieler wurde Room verletzt. Ach Quatsch, man kann den auch nicht verletzen? Heftig. Du und 44% der Spieler habt Lukas von dem Eisengolem gerettet, also relativ wenig. Du und 36% der Spieler half Gabriel auf der Flucht von dem Widdersturm. Finde ich auch krass, dass nur so wenig waren, haben Lukas überzeugt zu bleiben, das ist klar, Lukas ist voll sympathisch. Und du und 38,4% der Spieler suchte zuerst mit Axel nach dem Schurken Magnus. Das ist auch krass, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, was Magnus einfach, ja, beziehungsweise Axel einfach nicht so ein sympathischer Charakter ist. Ich finde das jetzt krass, dass das jetzt schon Episode 1 vorbei ist. Das war jetzt ein bisschen kurz und ich dachte eigentlich, ich kann so ein bisschen was aufnehmen, also tut mir leid für die kurze Folge. Aber eure Entscheidung wollte ich euch natürlich nicht voranhalten. Es war zwar knapp, aber ihr habt euch für Axel entschieden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt noch was passiert, wenn ich weiterklicke. Oder ob nur die Credits kommen. Okay, da kommen also die Credits. Das war also Episode 1 von Let's Play Minecraft Story Mode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an bei euch. Und ich freue mich schon sehr, sehr krass auf Episode 2, wenn die rauskommt. Ich weiß noch gar nicht, ob es da feste Termine gibt. Sobald die draußen ist, wird die natürlich direkt gezockt. Und ja, wie gesagt, für die heutige Folge, ja, sorry, kann ich an sich nicht sagen. Ich meine, ich wusste nicht, dass es so weit geht, beziehungsweise ich wollte euch halt auch mit einbinden und ich denke mal, dass ihr das auch gut fandet. Ich versuche euch auch in den nächsten Episoden mit einzubinden, ne? Und damit habe ich euch jetzt nur nochmal eure Entscheidung aufgezeigt und bin mal sehr gespannt, wie die Auswirkungen haben wird auf die nächsten Folgen. Ich würde sagen, ja, ich lasse es mal den Abspann noch laufen und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode von Let's Play Minecraft Story Mode. Bis dahin.